Ja, hallo und willkommen zu einem Unboxing. Ich habe gewonnen. Ja, ich habe mal gewonnen bei einem YouTube-Kollegen, und zwar von dem lieben Manuel von Sammlerschutzhüllen. Der hat ja ein nettes Gamescom-Video gemacht. Hier verlinke ich das einfach mal. Ja, und dann gab es am Ende ein Gewinnspiel und ich habe einfach mitgemacht in dem Sinne und gewonnen. Und das, was da drin ist, ich habe keine Ahnung, aber es hat was mit Gamescom zu tun. Das packen wir jetzt aus. Wie schon eingangs erwähnt, der liebe Manuel von Sammlerschutzhüllen hat ein Gewinnspiel veranstaltet. Überraschenderweise habe ich gewonnen. Ich habe sogar vergessen gehabt, dass ich da mitgemacht habe. Man musste in seine Kommentare zum Video dann einen Hashtag, glaube ich, oder irgendeinen gewissen Kommentar abgeben. Ja, habe ich gemacht und da habe ich das jetzt, das gute Stück. Ich habe vergessen komplett, was da drin ist. Das ist der spaßige Teil. Das heißt, wir machen das jetzt gleich auf. Ich werde es jetzt nur vom Tisch gleich hier ein bisschen runternehmen, damit ihr nicht nur den Karton seht und ich aufstehen muss, um reinzugucken. So, deswegen mache ich jetzt sein schönes Paketband auf. Ja, das ist richtig, sein eigenes Paketband finde ich richtig cool. Sollte ich mal auch anschaffen, aber ich verschicke nicht so viel, dass es sich lohnt, mein eigenes Paketband zu machen. Aber egal, ist eine witzige Sache. Ja, ihr seht ja hier, oh, Sammlerschutzhüllen. Das ist jetzt nicht super schwer, das ist aber trotzdem, muss es groß sein, was da drin ist. Ich weiß, wie gesagt, nicht was. Und dadurch, dass es mit Gamescom zu tun hat, hat es natürlich auch mit Games zu tun. Ne? Schade, der Karton. Ich kriege ihn hier oben nicht richtig aufgeschnitten. Wie ich gewollt habe, aber egal. Ja, mein Bruder wollte den Karton noch mal für was benutzen. Ich hoffe, das ist mir da nicht böse, dass ich mich verschnitten habe. Egal. So, wunderbar. Ach, hier sind tolle Sachen. Hier ist auch ein Teil drin, sehe ich gerade, was er mir auch erzählt hat, was er mir mit überlassen wollte. Richtig cool. Und zwar hier richtig genial. Einen Ghost in the Shell Kinoaufkleber. Der ist, glaube ich, für die Scheiben oder so gewesen. Richtig cool. Muss mal sehen, wie ich den am besten aufbewahre. Finde ich richtig cool. Ja, und dann ist hier irgendwas drin. Und ich sehe schon, hier ist eine Tasche. Und die ist randvoll gefüllt. So, hier ist da nichts mehr drin. Ja, hier haben wir eine Tasche von, kann ich gar nicht lesen, was das ist. Von welchem Spiel. Ach, da steht das sogar. Hier hinten ist so ein Rucksack. Von Warhammer Realms of Ruin. Deswegen, es sind so eine Runen da drauf. Nicht schlecht. Ja, gut. Jetzt muss ich rausfinden, da unten geht's auf, das geht's auf. So, und dann greifen wir mal hinein. So, und das, was ich hier als erstes habe, ist ein Sammlerschutzrahmen von dem lieben Manuel. Da er fragte mich, das war eins der wenigen Sachen, wo er mich nachträglich nochmal gefragt hat, welche Art von Rahmen möchte ich haben. Ich habe mich entschieden für PlayStation 1, ja, weil ich da ein Schmuckstück von mir verstauen möchte und auch an die Wand hängen möchte. Die Position der Wand ist noch nicht ganz sicher, aber ich werde nachher das Spiel da reintun und zum Ende des Videos auch einblenden, wie es im Rahmen aussieht, sozusagen das Spiel. Naja, alles klar. Das ist auf jeden Fall richtig schön, da freue ich mich auch schon drauf. So, was haben wir hier drin? Ein Cap. Escape from Tarkov Arena. Richtig cool. Obwohl ich Caps mir nicht so stehen, aber richtig cool. So, weiter geht es. Hier habe ich ein Buch. Panini Leseprobe mit dem Joker gratis. Oh, mal hier drauf, damit man das ein bisschen gerader sieht. Dann habe ich hier,
hier eine ganze Menge Papierstuff. Das schauen wir uns aber später an. Dann, oh, hier ist eine Maske. Oh, eine Payday-Maske, glaube ich. Payday war das, glaube ich. Richtig cool. Müsste Payday sein. Bin aber jetzt nicht hundertprozentig mehr sicher, aber richtig cool. So. Dann habe ich hier von Strictly Limited Shoot'em Ups eine Box. Die schauen wir uns natürlich auch nochmal genauer an. Ich zeige euch die jetzt erstmal nur so. Richtig cool. Dann ein Sticker von Labyrinth Peak Nationalpark. Weiß ich gerade nicht, von welchem Spiel das sein soll, aber richtig cool. Wie ihr seht, hier ist ein schöner Blick in die Tasche. So habe ich immer reingeguckt, aber ihr wisst natürlich, jetzt ist sie leer. Ist ja kein Wunder, ich wollte euch ja überraschen. Und hier ist noch ein Game dazwischen. Fox and Forests. Richtig cool, von Strictly Limited. Release Nummer 12. Sogar mit Sammlungsnummer. Richtig cool, soll ein richtig gutes Jump-and-Run-Spiel sein. Richtig cool. Habe ich noch nicht in der Sammlung. Habe ich noch nicht mal. Geil. Ja, jetzt ist der Teil leer. Das lege ich. Das ist doch so ein Rucksackteil. Ja, ich muss es hier stehen lassen, damit ich mit euch die anderen Sachen noch gucke. Fangen wir an mit Strictly Limited. Also wie gesagt, ich zeige euch das nochmal. Richtig schöne Artwork-Motive. Das ist eine schönwertige Box. Sie erinnert mich stark an Super Nintendo, an Mega Drive. Dann wollen wir mal aufmachen. Und ist auch fast wie so eine Modulhülle da drin. Und ihr seht, da sind Sticker-Kram oder da sind Sticker-Sachen drin. So, hier ist jetzt nichts weiter. Das ist eine leere Box. Da müsste ich mal rausfinden, was ich da reintun kann. Wir haben hier dann einen Button. Einen Strictly Limited Aufkleber. Nochmal einen Strictly Limited Aufkleber. Ich dachte, da fällt mir gerade was um. Eine Postkarte von Strictly Limited. Und ein Poster-Prospekt mit den Releases. Richtig cool. Ist eine schöne Box. Mal sehen, wie ich die verwenden kann. Weil im Endeffekt ist das ein bisschen schwer, die jetzt sozusagen zu verwenden. Ja, unsere Messer brauchen wir nicht mehr. Und dann habe ich jetzt dieses wunderbare Päckchen mit Artworks oder mit Karten, mit Aufklebern. Das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. So. Also, da haben wir. Wir gehen von oben herunter. Ups, ein Aufkleber ist runtergefallen. So eine kleine Puppe mit Silber. Keine Ahnung, was das ist. Hier habe ich eine Katze. Zweimal. Du. Das haben wir hier eine Karte von The Last Fate. Ein bisschen nach Metroidvania. Hat was mit Castlevania-Style. Richtig cool. Hellblade, Senua's Sacrifice von Ninja Theory. Ja, hier finde heraus, wie die Reise begann. Ein Code, den zeige ich euch natürlich nicht. Hier noch eine schöne Eule. Hier habe ich Death Reliefs, ein Prospekt. Hat auch was von Castlevania Style, ne? Hier nochmal die andere Seite. Richtig cool. Ich mag ja auch solche Prospekte. So, dann haben wir hier Neurotic Robonaut. Virtual Boy Cartridge. Irgendwas, was nochmal rauskommt für den Virtual Boy. Es gibt ja auch einige Sachen, die gerne mal Sachen machen, so retromäßig. Richtig cool.
Ist auch so ein Projekt. Oh, hier haben wir nochmal einen Sticker mit so einem Hund. Auch süß. Gehört auch dazu. Hier haben wir eine Karte. GeForce Ultimate Membership One Month. Gut. Leg ich mal so hin, dass man den Code nicht sieht. Ich will ihn ja selbst einlösen. So, hier habe ich ein Handbuch. Willkommen in New Erdo. Anleitung zum Betreten der Stadt. Ehrlich gesagt weiß ich gerade nicht, von welchem Anime das ist. Oder ist das Persona? Ja, es ist Persona. So ein kleines Persona-Booklet. Glaube ich, ist das Persona. Ist richtig cool. Und dann haben wir hier so. Richtig cool. Könnte zum neuen Persona kommen. Das sieht richtig cool aus. Das gefällt mir wirklich sehr gut. So, hier habe ich noch einen Sticker. Core Keeper. Und dann habe ich hier Artworks. Und zwar habe ich hier von Reika ein limitiertes Artwork. 913/2000. Das ist handgeschrieben da drauf. Ein richtig tolles, limitiertes Artwork. Richtig toll, richtig schön. Ein Missing auf der Köln-Messe. Gut, da wüsste ich jetzt nicht, was das ist. Ich halte da nur einen QR-Code zu. Den will ich nicht unbedingt, dass der aktiv wird. Und dann habe ich hier Zeichnung von Punzel. Spiel. Einmal das. Einmal das. Und einmal das. Richtig cool. Richtig cool. Das war's auch. Also richtig klasse. Das ist so ein Goodie-Bag von dem, was man bekommen konnte, oder Sachen, die man bekommen konnte auf der Gamescom. Ja, richtig cooles Teil. Über das Spiel freue ich mich sehr. Über den Rahmen natürlich auch. Über die ganzen Sachen. Ich muss noch mal sehen, was es ist ganz genau, aber ich freue mich da tierisch drauf und dass ich auch gewonnen habe. Hier noch mal kurz der Rucksack, den dürfen wir nicht unter den Tisch kehren sozusagen. Ja, das soll es jetzt auch gewesen sein. Ich, wie gesagt, Dankeschön an Sammlerschutzhöhlen für dieses tolle Geschenk, für den tollen Gewinn. Ja, und das soll es jetzt auch gewesen sein. Ne? Liken, teilen, abonnieren. Hinterlasst mir einen Kommentar. Was könnt ihr mir dazu sagen? Wie findet ihr das? Und ja, das soll es auch sein. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Außer danke, lieber Manuel, und bis zum nächsten Mal.